Edwards neuer Titel? Hat Prinz Harry Charles dazu gezwungen? Was ist der wahre Grund für Prinz Edwards neuen Titel? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Kinder von Prinz Harry und seiner Frau Meghan nun Prinz Archie und Prinzessin Lilibet heißen. Kurz darauf wurde ebenfalls bestätigt, dass König Charles III. Seinem jüngeren Bruder Edward den Titel ihres verstorbenen Vaters Prinz Philip verleiht. Charles' Entscheidung soll allerdings nicht freiwillig gefällt worden sein. Laut eines Statements aus dem Buckingham Palace sei der 74-Jährige erfreut, seinem jüngeren Bruder den Titel zu verleihen, trotz einiger Berichte, dass er gezögert habe, den Titel weiterzugeben, den Queen Elisabeth II. Und Philip ihrem Jüngsten versprochen hatten. In der Sendung Mail Plus Palace Confidential erklärte Richard Eden, dass es im britischen Königshaus ein großes Hin und Her gegeben hätte. Aber dann, als Harry und Meghan anfingen, die Titel Prinz und Prinzessin für ihre Kinder zu verwenden, konnte König Charles kaum rechtfertigen, Prinz Edward nicht den Titel zu geben, der ihm von ihren Eltern versprochen worden war. Seit seiner Ernennung zum Herzog von Edinburgh trägt auch Edwards Frau Sophie einen neuen Titel. Sie ist von nun an die Herzogin von Edinburgh. Ihr gemeinsamer Sohn James Viscount Severn trägt jetzt den alten Titel seines Vaters, während sich für seine Schwester Lady Louise Windsor nichts ändert.